Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Return One Way Trip. So, bevor wir jetzt aber zu den Zelten gehen, will ich trotzdem nochmal schauen, ob ich rechts rauskomme. Okay, dann eben nicht. Dann gehen wir gleich aus den Zelten, aus dem Zug hier raus. Der ist sowieso viel zu gruselig. Aber dieser Riss in der Wand macht mich jetzt natürlich neugierig. Aber ich habe leider nichts, um irgendwie da reinzukommen. Hey? Was ist los? Die Tür lässt sich nicht öffnen. Etwas blockiert sie von der anderen Seite. Sieht so aus, als würde Felsen die Tür blockieren. Verdammtes Erdbeben. Ja, ich verstehe auch nicht, woher die überhaupt kommen. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es in der Region viele vulkanische Aktivitäten oder so. Mag sein, aber eigentlich hätten wir darüber Bescheid wissen müssen. Sen hat uns das doch sagen sollen, als er den Ausflug geplant hatte. Nach der Show, die er am Lagerfeuer wegen des Gedichts abgezogen hat, weiß ich nicht, was ich von Sen noch sagen soll. Oder zu Sen noch sagen soll. Egal, lass uns zum Anfang des Zugs zurückgehen. Vielleicht finden wir ja die anderen, falls sie noch drin waren, als die Tür blockierte. Es muss doch noch einen anderen Weg aus diesem Zug geben. Ja, den gibt es. Ah, wisst ihr, was mir hier ein bisschen fehlt? Diese ganzen gruseligen Horrorelemente. Och, hätte ich mal nicht gesagt. Das ist schlimmer als vorher. Was ist los, Saki? Ich weiß es nicht, aber ich wollte dir etwas sagen. Sorry, das kann ich so hochlaut schreien. Was zum Teufel? Auf der anderen Seite dieser Tür stapeln sich Felsen. Ich sehe mich nur selber am Fenster. Shikami-Maske. Wo kommt die denn auf einmal her? Mein Spiegelbild, aber wieso? Eine Maske, die einen schrecklichen Dämon mit drei blutigen Reißzähnen darstellt. Nichts passiert. Okay. Oh, ich dachte jetzt, sie bleibt stehen. Die Tür klemmt und jetzt blutige Kerben. Ein rostiger Nagel ragt aus dem Holz. Mist, die klemmt auch. Und der Anblick von den Dingern gefällt mir gar nicht. Drei blutige Kratzer an der Tür. Ha! Das hat funktioniert. Jetzt können wir die Tür öffnen. Was geht hier ab? Ach, wirklich? Ah, gut. Wir müssen die Maske drin lassen. Ja, klick. Ha, das hat funktioniert. Durch die Tür gehen. Was war das? Sie ist hinter uns ins Schloss gefallen. Ist denn das passiert? Und nu? Da ist ein Nagel, um etwas um etwas dran zu hängen. Und keine Kratzer. Ich habe eine Idee. Hast du auch eine Idee, warum die nächste Tür dicht ist? Yep. Komm mit. Sehen wir nach, ob unser Spiegelbild wieder der Schlüssel ist. Die Tür öffnet sich nicht. Ein rostiger Nagel ragt aus dem Holz. Die hier klemmt auch. Hat zumindest keine Kratzer. Das Fenster ist so schmutzig, dass ich nichts sehe. Sorry. Hab jetzt auch kein Tuch oder so. Kein Spiegelbild. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Da! Ich kann mich kaum selbst erkennen.
Schon wieder? Das ist aber alles so komisch. Ja, ist es auch wirklich. Keine Kratzer. Kann ich da jetzt was ranhängen? Gerade gesagt, oh, keine Horrorelemente, aber dieses Gekichere ist auch nicht gerade schön. Ja, wir werden mal hier eine Speicherung machen. Jo, dann rennen wir ganz schnell hier durch. Durch die kommen wir nicht durch, zumindest nicht ohne die richtige Maske, würde ich mal vermuten. Okay, 4 Kratzer. Wie sieht's hier aus? Die Maske fällt ins Waschbecken. Die Bugaku-Maske. Jetzt geht's los. Ich ertrage das nicht. Ja, Mädel, alles gut. Das kriegen wir hin. Pass auf, guck mal. Hier. Jetzt bin ich aber verwirrt. Noch eine Maske? Die Maske fällt auf den Boden. Obermaske. Hier ist schon wieder eine Maske. Wie kann das nur so ruhig? Wie kann sie dabei bloß so ruhig bleiben? Ja, das wüsste ich auch gerne. Gut. Hätte sein können. Wir müssen alles ausprobieren. Was zum Teufel ist das denn? Das hat mich zu Jutta geführt. Und sie ist echt. Du siehst sie auch. Jetzt mache ich mir schon wieder Sorgen um Jutta. Was ist, wenn er wirklich tot ist? Reiß dich zusammen, Saki! Da hängt eine Puppe. Jutta ist verschwunden. Und das hat dich mitgenommen. Darum hast du Halluzinationen. Die Puppe und alles andere verwirren dich. Und die Masken nicht, oder was? Die einfach so urplötzlich erscheinen? Oha! Klemmt schon wieder. Sieh dir mal die Kratzer an. 6 blutige Kratzer an der Tür. Eine groteske Maske hängt an der Tür. Durch die Tür gehen. So, jetzt hängt die Maske an der Tür. Okay, jetzt habe ich die eine Maske rangehangen. Ich nehme die mal mit, weil die hat ja 0 Kratzer. So, jetzt stecke ich mal diese Maske an die Tür ran. Oh, durch die Tür gehen. Ich habe ja eine Maske mit einem blutigen Reißzahn. Sieh nur, eine neue Seite ist aufgeschlagen. Wenn du dich selbst siehst, siehst du wirklich dich? Oder ein Monster, das beißt? Kinderbild 6. Was für ein gruseliges Gedicht? Was kann das nur bedeuten? Müssen wir nicht drüber reden. Gut. Also hier passiert nichts. Durch die Tür gehen. Was ich aber nicht verstehe ist... Jetzt muss ich ja die wieder mitnehmen. Maske nehmen. Verlassen. Kommt hier auch noch einer? Nö.
passiert auch nichts. Nö, 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 nö. Oh, hier hängen wir jetzt die hin. Lachen wir schön ein bisschen aus. Durch die Tür gehen. So. Warte mal. Kann ich hier auch nochmal in den Spiegel schauen? Darin liegen viele Glasschlümpfen. Ich habe einen Reißzahn gefunden. Mal hier passiert nichts. Damit passiert auch nichts. Hier haben wir ja die eine Maske her. Das Schloss ist versiegelt. Da passiert nichts. Nö. Ah, draußen ist es so dunkel, dass ich mein Spiegelbild ganz deutlich erkennen kann. Ja, aber Maske kriege ich trotzdem nicht. Das würde doch eigentlich bedeuten. Aber der hat ja Sechse. Ihr fehlt ein Reißzahn. Warte, 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 warte. Das ist ja Quatsch. Eine Maske, die wie eine abscheuliche Hexe mit drei Reißzähnen ausziehen. Eine hölzerne Reißzahn, der offenbar von einer Maske stammt. Diese schreckliche Maske hat viele blutige Reißzähne. So, warte mal. Eine abscheuliche Maske hängt an der Tür. Ihr fehlt ein Reißzahn. Und wie ist es mit der anderen? Das ist nur eine Vermutung, aber ich glaube, es wird nichts bringen. Warte mal, kann ich hier der Zombiehand diesen Reißzahn geben? Nö. Aber vielleicht die Rose? Nö, auch nicht. Okay, was ist das denn überhaupt? Oh, das will ich gar nicht wissen. Dazu treibt mich noch in den Wahnsinn. So, dann hängen wir hier. Durch die Tür gehen. Die hier. Eine Maske, die einen schrecklichen Dämon mit drei blutigen Reißzähnen darstellt. Ein Reißzahn offenbar von einer Maske stammt. Ja, kann ich das irgendwie kombinieren? Eine Maske, die wie eine abscheuliche Hexe mit drei Reißzähnen aussieht, aber da ist halt nur einer blutig. Das raff ich halt nicht. Ich habe gedacht, ich muss die Maske holen, eventuell. Ah, ich
bin blöd. Okay. Es hat funktioniert. Okay, dann können wir durch die Tür durch. Dann machen wir uns hier dünner, nehmen die hier mit. So, Maske mitnehmen. Ja, es fehlt eine Maske natürlich. Mir egal, wir müssen eh hier rechts lang. So, dann hängen wir wieder Schwabbelbäckchen ran. So, und jetzt sollten wir eigentlich erstmal speichern. Und jetzt die Maske ran. Was ist seltsam? Die Tür hat sich trotz der Maske nicht geöffnet. Vielleicht fehlt noch etwas. Ja, warte doch mal. Muss ja nicht gleich hier. Guck, hier ist Zähnchen. Und klick. Mhm. Durch die Tür gehen. Ich kann mich an die Tablets kaum selbst erkennen. Ach, ich kann mich in den Tablets. Voll übertrieben! Hanja-Maske! Diese Maske, sie... grauenhaft. Ich weiß gar nicht, wie du die überhaupt anfassen kannst. Na, irgendeiner muss es, sonst kommen wir hier nicht raus. Du Pfeife. Saki, was geht da vor sich? Boah, krieg ich ganz gut. Ist es weg? Ich glaube schon. Die ist jetzt durch alle Türen durch, wa? Die Tür? Sie ist wieder normal. Sie sieht wieder normal aus. Kein Blut, nichts. Was ist da passiert? Wir treiben uns selbst noch in den Wahnsinn, wenn wir hier dahinter kommen wollen. Lass uns einfach abhauen. Saki? Was zum Teufel ist das denn? Alter! Komm, verschwinden wir von hier! Alter, okay. Sorry, dass ich gesagt habe, keine Horrorelemente. Okay, das war krass. Das war, ja, Entschuldigung. Ich mach mal. Tunnel 1. Ich hoffe, das Ding kommt nicht wieder. Taucht nicht wieder auf, so. Felsen sind herabgestürzt und blockieren den Weg an der Seite des Zugs. Aber wir gehen jetzt in den zweiten Zug. Das sieht ja auch so tristlos aus, ey. Warum soll ich Taschenlampe ausmachen? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Jetzt gib mir doch mal bitte ein Speichertelefon. Wo sind denn nur alle hin? Ich weiß es nicht, hoffentlich bei den Zelten. Du glaubst doch nicht, dass die Dinger sie erwischt haben, oder? Daran dürfen wir jetzt nicht denken. Wie komme ich hierher? Wo sind denn alle? Hast du das gehört? Geh weg, lass mich allein. Das klang wie Zen. Komm mit. Kanai, ich rutsche. Was zum Teufel ist das denn? Kanai, bitte. Saki. Oh, hat's geklappt? Habe ich einen richtigen Knopf gedrückt? Ja, habe ich. Oh, was war das denn jetzt? Bitte. Puh, danke, Kanai. Was zum Teufel ist denn? Ist das die Hölle? Ich weiß es nicht. Das ist kein normaler Zug. Ach ja, mal ganz ehrlich. Ich weiß nicht mehr, was ich von dem Ganzen halten soll. Bist du verletzt? Nein. Ich weiß aber nicht, was passiert wäre, wenn ich gefallen wäre.
Denk gar nicht darüber nach. Lass uns einfach nur weg von dem Ding. Gute Idee. Außerdem müssen wir eh zu Zen. Zen? Ich bin Saki. Kanai ist auch bei mir. Wir sind hier. Zen? Hm? Das Zimmer ist leer. Bist du da drin, Zen? Ja, er ist nicht hier. Ich bin todmüde, Saki. Können wir uns bitte kurz ausruhen? Aber du hast ihn auch gehört, oder? Er war hier. Ich habe etwas gehört. Ich weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Setz dich einen Moment mit mir hin. Wir machen eine Pause und denken nochmal über alles nach, zusammen. Ja, du hast recht. Was ist los, Kanai? Du zitterst ja. Vielleicht ein bisschen. Du darfst jetzt nicht schwächeln. Was ist mit mir? Wenn du jetzt aufgibst, ich brauche dich. Wenn das doch nur wahr wäre. Wovon redest du? Du bist doch die Starke, ich bewundere dich. Ach, Saki, wenn das doch nur so wäre. Wenn was wie wäre. Wenn, naja, vieles, wenn ich uns nicht in die Patsche befördert hätte. Ich weiß nicht, was du meinst. Was auch immer mit Yuta geschehen ist, es war meine Schuld, nicht deine. Der Zettel, ich habe ihn geschrieben, für dich. Was? Ja, ich war das, für dich, meine Gefühle für dich. Deine Gefühle für mich? Aber du und Katsuki, ich mag Katsuki, doch geliebt habe ich immer nur dich. Aber ich war so feige, ich wusste nicht, wie ich es dir sagen sollte. Also bin ich in deiner Nähe geblieben und habe auf meine Chance gewartet. Du hast also alles getan, was dein Yuta vorgeworfen hat. Dann ist der Haiku aus deinem Rucksack gefallen? Ja. Aber ich habe mich nicht getraut, es zuzugeben. Deswegen habe ich dich nicht abgehalten, ihn in Zens Rucksack zu tun. Und ich war immer noch nicht so weit, als Zen Yuta angegriffen hat. Ich wollte einfach nur abhauen und mich im Zelt verstecken. Dann ist Yuta weggelaufen und wir alle haben uns aufgeteilt. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich in diesem komischen Zug los ist. Und doch kann ich immer nur an dich denken. Und jetzt habe ich mich entschlossen, es dir zu sagen, obwohl wir gefangen sind. Ich hoffe, du vergibst mir. Nicht nur du, Zen, Katsuki und vor allem Yuta. Ich muss euch alle um Vergebung bitten. Ich schätze, jetzt bewunderst du mich nicht mehr, oder? Doch, das war Stärke. Hör zu. Du musst nichts sagen. Aber das will ich. Hör zu, alles wird wieder gut. Aber wir müssen zuerst hier raus. Abgemacht? Abgemacht. Oh. Hey. Au. Tut mir leid, ich wollte dich nicht. Nein, nicht du. Ich sitze auf etwas und es brennt. Anhänger. Das gehört Zen. Ich habe es ihm zu seinem letzten Geburtstag geschenkt. Vielleicht war er ja doch hier. Wo ist er denn jetzt hin? Au, es brennt wieder. Wie kann das sein? Ich weiß nicht, es fühlt sich an wie eine Warnung. Noch ein Erdbeben? Saki, er ist wieder da! Alter! Los, schnell! Was ist das für ein Vieh? Warum ist das immer da? Kapitel 6, Nummer 3. Was zum... Kanai, geht es dir gut? Bist du da drin? Saki, bist du das? Zen? Und an dieser Stelle, meine Freunde, beenden wir die Folge und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir liebend gerne ein Däumchen da und entschuldigt die ganze Zeit dieses... ich versuche dieses weibliche Reden und ich muss das üben, entschuldigt.
Und es ist ganz schön anstrengend. Aber ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch was. Bye, bye.